Die Feuerwehr stand schon in Position, um Kinder und Eltern zu begleiten und den Letare-Umzug abzusichern. Aber in diesem Jahr sollte alles ein wenig anders kommen. Einige Fahrräder standen schon geschmückt vor der Halle und warteten auf ihre kleinen Fahrerinnen und Fahrer. Aber so richtig wollten sich weder Hansel Fingerhut noch Umzug in Bewegung setzen. Das Wetter war eben nicht sehr einladend. Und so berieten sich Erzieherinnen und Elternbeirat, was jetzt zu tun wäre. Wahrscheinlich war man zu der guten und richtigen Erkenntnis gekommen, dass das Wetter so zu nehmen sei, wie es nun gerade wäre und Letare unbedingt gefeiert werden sollte. Schließlich warteten die Kinder auf ihre Brezel, auf Hansel Fingerhut und die Kindergartenkinder wollten auch auftreten. Schließlich hatten sie ordentlich geprobt und ich denke mal, die Eltern hatten gegen Kaffee und Kuchen in einer warmen Umgebung auch nichts einzuwenden. Nur die Reihenfolge. Die wurde ein wenig verändert. Zuerst kam in diesem denkwürdigen Jahr 2016, wo fast überall auf der Welt alle juristischen und völkerrechtlichen Grundsätze wegen scheinbarer äußerer Umstände und Zwänge über Bord geworfen wurden, der Letare-Umzug, der allerdings über eine nur kurze Strecke führte und darauf sollte bereits die Verbrennung des Winters erfolgen. Weise Eltern und Erzieherinnen oder doch möglicherweise die Kinder, kamen schließlich auf den Gedanken, man solle doch noch die Gerichtsverhandlung eröffnen, damit die Rechtmäßigkeit des Handelns noch im Nachhinein öffentlich bestätigt werden könnte, bevor man zu Theater und Feiern überginge. Nun, unter allgemeiner, stummer, betroffener Teilnahme waren alle Zeugen und das hohe Gericht zum Richtplatz gezogen und dort wurde der strenge Winter, der in diesem Jahr gar nicht so strenge war, gnadenlos verbrannt. Nachdem dieses geschehen und durch Anwesenheit bezeugt war, traf man sich, das Schmuddelwetter hinter sich lassend und die ersten Frühlingssonnenstrahlen erblickend, in einer angenehm geheizten Halle, um die Richtigkeit der folgenden Gerichtsverhandlung zu bezeugen. Ordnung muss schließlich sein. Natürlich wurde der Winter verurteilt, denn schließlich war der Sommer ja schon da. Oder etwa doch noch nicht? Die Kinder jedenfalls freuten sich, wie man sieht.
So, das waren also die Jahreszeiten. Und wie wir alle letzte Woche noch gesehen haben, will der Winter gar nicht so gehen. Da war ein Schneegestöber. Und genau dieses Schneegestöber, glaube ich, sehen wir jetzt hier auch nochmal auf der Bühne. Die Mäusekinder sind nämlich jetzt dran. Ja, und jetzt sind die Hasenkinder dran aus der Hasengruppe und die können, glaube ich, auch zwitschern. Also ich habe da mal zugehört und es klang wie fröhliches Vogelgezwitscher. Kuckuck, der beginnt. Schon weiß es jedes Kind. So beginnt ein bekanntes Kinderlied, das von den Kindergartenkindern zum Letarefest und in freudiger Erwartung des nahenden Frühlings aufgeführt wurde. Und außer dem Kuckuck müssen sich natürlich auch die Frösche melden. Hey, auch wir sind wieder da, Quack. Da lassen sich auch die Bienen von dem ganzen Reigen anstecken und schwärmen aus. Irgendwo muss doch noch der Honigtopf von letztem Herbst versteckt sein. Summ, summ. Da beginnt natürlich ein Kuckuckrufen, ein Quaken und ein Summen und die Kinder stimmen alle ein.